was viele Leute eben nicht wissen, ist, dass es seit 1999 einen offiziellen digitalen internationalen Kinostandard gibt. Ein Kino, egal wo auf dieser Welt, muss auch nur das abspielen können. Das bedeutet, klar, die Wunschvorstellung heutzutage, ich habe eine Blu-ray, ich habe einen USB-Stick, damit gehe ich einfach ins Kino und das läuft schon. Wir sind ja im Jahr 2018 und da geht das schon. Es ist eine Tatsache, dass es bis heute immer noch nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht denkt, dass gerade die Kinotechnik extrem träge ist. Wir hinken im Kino der ganzen Sache wirklich nach, weil diese Dinge schweineteuer sind. So ein Kinoprojektor, so ein Kinosystem kostet mehrere tausend Euro. Das geht bis in den dreistelligen Tausendbereich. Da kann man nicht dann einfach plötzlich alles über den Haufen schmeißen und was Neues anschaffen. Und die Dinge sind nicht so einfach erweiterbar. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist DCP, das Digital Cinema Package, der digitale Kinostandard, ist eine amerikanische Erfindung. Die größten Studios haben sich zusammengeschlossen, um einen digitalen Standard ins Leben zu rufen. Und all diese großen Studios sind extrem paranoid. Was bedeutet, sie wollten ein möglichst restriktives System, möglichst wenig Pirateriechance, möglichst wenig Eingriffsmöglichkeiten und dennoch halbwegs erweiterbar und flexibel. Das ganze Kinosystem ist Linux-basiert, auch aus dem Grund, weil es restriktiv sein soll. Also nicht jeder dahergelaufene Idiot soll hier die Möglichkeit haben, einfach einen USB-Stick anzuschließen, der Mac-formatiert ist, der Windows-formatiert ist und das Ding spielt eine Videodatei. Nein, sondern diese Server sind, damit sie überhaupt diese Qualität bringen können, normiert auf ein bestimmtes Format. Und die können auch in der Regel nur das. Mittlerweile gibt es Software-Updates, Firmware-Updates und es wurde ein bisschen erweitert, das werden wir alles kennenlernen, aber Kino kann im Prinzip nur DCP. Das heißt, jeder, der seinen Film, Kurzfilm, Langfilm, Trailer auf ein Festival bringen möchte oder regulär ins Kino möchte damit oder auch nur einen Werbespot, einen Trailer im Kino zeigen möchte, der wird darauf stoßen, der wird entweder selber darauf stoßen oder vom Kino darauf gebracht werden, dass es gefälligst DCP zu sein hat. DCP ist seit 1999 allgegenwärtig. Dass man einfach mal die Frage klärt, wieso kann ich nicht mit meinem Film, so schön, ich habe ProRes, alles wunderbar, warum kann ich damit nicht ins Kino?